das ist immer noch so. Wenn Bert und ich abends mal zusammen ausgehen, dann ist es für unsere beiden Jüngsten das Tollste, wenn sie bei uns im Bett einschlafen dürfen. Ich weiß nicht, ob das so gut riecht oder was, keine Ahnung. Und Jon war schon immer Mama-Kind und er schläft immer auf Birtes Seite ein und Carla war schon immer Papa-Kind und sie schläft immer auf meiner Seite ein. Dass Carla Papa-Kind ist, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass sie das einzige unserer Kinder ist, das im Kaiserschnitt war. Und während Birte also mit dem OP lag und sie haben sie erst aufgeschnitten und dann wieder zugenäht, habe ich im Kreissaal gesessen unter der Wärmelampe mit nacktem Oberkörper und habe darauf gewartet, dass die Hebamme mir meine Tochter wird. Und dann kam sie und hat sie mir auf die nackte Brust gelegt. Und so war die erste Brust, die Carla zu sehen bekam. Nicht die viel, viel hübschere meiner Frau, sondern meine rotbehaarte Männerbrust. Und scheinbar hat es Carla gefallen, jedenfalls ist sie, ja, also wir haben da bestimmt eine Stunde oder so gesessen und gekuschelt und sie kam langsam im Leben an. Bis sie dann allmählich auf die Suche gegangen ist nach irgendetwas, was ich ihr nicht bieten konnte. Aber seitdem ist sie Papa kennt und ich kann mich an einen Urlaub erinnern, wo Birte ja nicht mal eine neue Windel anziehen durfte. Immer wenn sie am Müffeln war und Birte wollte die Windel wechseln, dann fing Carla an zu schreien und schrie, nein, nein, nicht du, Papa! Und sie ist auch lange Zeit immer noch in unser Bett gekommen. Und nur auf meine Seite des Bettes. Die Kinder sind sowieso immer nur auf meine Seite des Bettes gekommen. Nachts. Weil das auch die erste Seite ist, die man erreicht, wenn man durch die Tür kommt, ins Bad, ins Schlafzimmer. Birte hat immer gesagt, also wenn nachts ein Einbrecher reinkommt und der bringt dich um, dann kann ich mir immer noch überlegen, was ich mache. Außerdem habe ich einen sehr anspruchslosen Schlaf. Ich kann im Sitzen, im Stehen, im Liegen schlafen, ganz egal. Ich kann auch schlafen, wenn 5 Kinder auf mir drauf liegen. Und so kamen dann immer die Kinder, wenn sie nachts mal kamen, kamen sie immer auf meine Seite des Bettes. Und Carla ganz besonders häufig, und meistens habe ich es gar nicht mitgekriegt, weil sie nur die Decke hochhob, wenn mir angekuschelt hat und gut war und ich wachte morgens auf und sie lag neben mir. Irgendwann wurde uns das aber zu viel und wir haben gesagt, Mensch Carla, du hast ein eigenes Zimmer, du hast ein eigenes Bett, du kannst ruhig die ganze Nacht in deinem Zimmer, in deinem Bett verbringen. Dann kam sie trotzdem alle paar Nächte. Und dann konnte sie ja nicht einfach so kommen, weil sie ja eigentlich nicht kommen sollte. Und dann brauchte sie also eine Rechtfertigung oder eine Ausrede dafür. Und statt nun einfach zu kommen, die Decke hochzuheben und sich bei mir anzukuscheln, stand sie nun alle paar Nächte vor meinem Bett, packte mich an der Schulter, schüttelte mich und trug in jämmerlich klagendem Tonfall ihre 2 Standardausreden vor, immer abwechselnd. Standardausrede Nummer 1 war, Papa, Papa, ich hab schlecht geträumt. Und Ausrede Nummer 2 war, Papa, Papa, da ist eine Mücke in meinem Zimmer. Carla hatte sogar mitten im Februar bei strengem Frostwetter Mücken in ihrem Zimmer. Und das hat mich nur noch mehr genervt, als dass sie einfach immer nur in mein Bett gekommen ist, dass sie nur nachts vor meinem Bett stand. Und mich vollgequatscht hat mit irgendwas, was ich gar nicht wissen wollte. Ich habe aufgegeben, Carla, meinetwegen, wenn du schon meinst, du kannst dich die ganze Nacht in deinem Zimmer, in deinem Bett verbringen, dann komm meinetwegen in mein Bett, aber quatsch mich nicht voll. Und Carla wird nächste Woche 13. Und so alle 6 bis 7 Wochen kommt sie nochmal. Und ich wache morgens auf, sie liegt neben mir. Und neulich kam ich mal so ins Nachdenken und ich habe gedacht, Mensch, Carla ist jetzt fast 13 und Nora, die nächst ältere Tochter, die ist 16 und die kriegen wir am Wochenende oder in den Ferien manchmal gar nicht mehr zu sehen, weil sie ständig bei ihrem Freund übernachtet oder aber ihr Freund übernachtet bei uns. Und das sind ja nur 3 Jahre Unterschied. Und 3 Jahre ist ja gar nichts, wenn du Kinder hast. Du drehst dich einmal um und 3 Jahre sind vorbei. Und plötzlich hatte ich die Vision, Carla, in 3 Jahren mitten in der Nacht mit ihrem Freund an der Hand vor meinem Bett. Wir haben schlecht geträumt. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll.